Ihr kleinen Leute unter Anführung von euch mächtigen Lichtarbeitern seid die 99%, also nutzt diese Macht, um das euch knechtende 1% vom Gesicht des Planeten Erde zu fegen. Die Wahrheit kommt als Enthüllung ans Licht, und die Wahrheit wird euch befreien, und sie wird aus vielen verschiedenen Quellen, insbesondere auch von verschiedenen Richtungen her, enthüllt werden. Die Freiheit steht auf dem gesamten Planeten auf dem Spiel. Die Welt muss frei sein und sie wird frei sein, frei von den dunklen Kräften, die einem eigenen Plan folgen, einem aus den alten Schwingungen entworfener Plan. Es ist ein illusionärer Plan aus der dritten Dimension. Ihr, die ihr euch an den höheren Mächten, den Lichtkräften orientiert. Es wird keine neue Weltordnung geben, und wenn wir gesagt haben, dass ihr die Krieger des Lichts seid und nicht einfach nur mehr Lichtarbeiter, dann sprechen wir damit jene an, die auf diese Worte reagieren. Erstellt eure eigenen Nachrichten und Informationsaustausche und erschafft hier eure eigene Realität, lebt im Augenblick und tragt sie in die Wahrheit hinein, in die Liebe, die in jeden Einzelnen unter euch einströmt. Botschaften der Galaktischen Föderation gibt's auch als Buchform. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Aufgrund der Attacken von YouTube und der Demonetarisierung von Merksam durch YouTube kannst du uns auch auf Patreon unterstützen, denn ohne deine Hilfe geht es jetzt leider nicht mehr, den Link dazu findest du ebenso unten. Glaubt mehr und mehr an den Sieg des Guten und des Lichts, je weiter sich euer viertes Chakra zu öffnen beginnt, und vertraut dem galaktischen Plan. Vertraut auf die Unabhängigkeit nicht nur eurer Gedanken, sondern des gesamten Planeten. Bewahrt euch eure Ruhe in dem Sturm, der auf euch zukommt. Lasst nicht zu, dass all das, was da um euch herum geschieht, Besitz von euch ergreift. Ihr ergreift es. In diese Richtung müsst ihr euch jetzt bewegen. Teilt das Licht, verbreitet es bei jeder Gelegenheit, die sich euch bietet. Sprecht eure Wahrheit laut aus, jetzt, gegenüber jedem, der bereit ist hinzuhören. Ihr werdet das Wissen haben, eure Stimme zu erheben, ihr alle habt die Macht, eure Stimme zu erheben, und das Wissen. Das Universum erwartet deine Anwesenheit als galaktische Wesen, auf die du vorbereitet wirst. Solange sie den Wunsch haben, von der Erde in die höheren Dimensionen vorzudringen, werden sie sie ohne wirkliche Schwierigkeiten erreichen. Alles, was ihr braucht, findet gerade statt, und das ist das großartige Zusammenspiel von Energien, die bis zur Zentralsonne kommen. Sie bemühen sich, die höheren Energien anzuziehen, und sie werden sie mit Sicherheit erreichen. Es gibt bereits Beweise dafür, dass sich einige Seelen jetzt bewusst sind, dass ihre Bewusstseinsebenen erst vor kurzem ganz erheblich gestiegen sind. Dieses Jahr wird ein Jahr sein, das viele Gelegenheiten für diejenigen von euch eröffnet, die einen Beitrag leisten möchten, um der Erde Frieden zu bringen oder an der Wiederherstellung von Mutter Erde in ihren ursprünglichen Zustand teilzunehmen. Was sehr ermutigend ist, ist ihre Wertschätzung der Situation, in der sie sich jetzt befinden. Es ist der Sturm vor der Ruhe und erfordert, dass so viele von ihnen wie möglich durchstehen, ohne das ultimative Ziel aus den Augen zu lassen. Es gibt viele Ablenkungen, und die Dunkelmächte werden sich nicht zurückziehen, bis ihnen ein Ultimatum gestellt wird. Entweder treten sie wie gefordert zurück oder sie geraten in eine unhaltbare Situation, in der sie keine Alternative haben. Jede Seele wird sich irgendwann der Musik stellen müssen, wenn es um ihre Taten geht, aber wir sind nicht darauf aus, irgendjemanden zu bestrafen und werden den größeren Mächten erlauben, sich mit Verbrechen gegen die Menschheit zu befassen. Alles über sie ist bekannt und sie können niemanden täuschen oder sich aus dem, was sie getan haben, herauslügen. Sogar ihre Absichten sind bis auf jeden Gedanken, den sie jemals hatten, bekannt. Sie werden offensichtlich wissen, dass Vergebung bei ihnen selbst beginnt, wenn sie eine dunkle Tat in ihrem Bewusstsein haben. Du warst in der Dualität, um aus deinen Erfahrungen zu lernen, und es ist nur menschlich, Fehler zu machen. Diese werden ihnen nicht übel genommen, aber irgendwann werden sie aufgefordert, sie wieder gut zu machen. Das Konzept Auge um Auge entspricht nicht der Funktionsweise von Karma, und sie entscheiden mit, welche weiteren Erfahrungen sie benötigen, um ihre Schwäche zu überwinden. Letztendlich wirst du dadurch viel stärker und musst nie wieder genau die gleiche Erfahrung machen. Lichtarbeiter haben normalerweise einen Grad des Verständnisses erreicht, bei dem von ihnen erwartet werden kann, dass sie in ihrem gegenwärtigen Leben nur sehr wenig Karma erzeugen. Ihr wisst es, die Zeit ist reif für die große Veränderung. Die Krise ist noch nicht vorbei, doch dann kommt das galaktische Licht. Eure Befreiung aus dem Gefängnisplaneten, euer Aufstieg in die 5. Matrix, die große Offenlegung und der Erstkontakt sind nicht mehr in weiter Ferne.
Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation, wir sind die Menschen des Arcturus, die Sirianischen Menschen, die Lyrianer, die Plejadier und sogar die Menschen der weit entfernten Andromeda-Galaxie. Unsere Energieübertragungen mögen dich reinigen und dir helfen, die 3D-Matrix zu verlassen und in die göttliche 5D-Matrix rein zu transzendieren. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den sirianischen Worten, Shakara Umsilum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.